Ja, heute spielen wir mal wieder eine Runde Euro Truck Simulator. Ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her, wo ich eine Folge davon aufgenommen habe. Und zwar habe ich uns einen schönen Scania besorgt, und zwar die T-Line, die es in dem Spiel original so nicht gibt. Vor allem haben wir 2, 4, 6, 8 Räder insgesamt halt. Ich habe mich dafür entschieden, dass hinten die Achsen alle auf dem Boden sind, dass wir richtig schöne Traktion haben. Schön die Berge raufkommen, schön die Power spüren und alles so. Ja, wir haben die 730 PS Maschine drinne, haben allerdings den Sound des Motors verändert, indem wir einen V8 Mod eingefügt haben. Die Power ist halt dieselbe geblieben, nur der Sound ist halt ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen realistischer. Hinten haben wir offene Pipes. Also sehen auch sehr gut aus. Mit dem V8 Power Symbol. Logo meine ich. Hier hinten haben wir das auch nochmal schön drauf. Scania V8. Schön in Chrom. Dann hinten alles schön schwarz, orange, chrom. Konnte man sich halt alles aussuchen. Hatte man viele Möglichkeiten auf jeden Fall, den LKW sich so zu machen, wie man will. Vor allem die Lichter vorne, wie man sieht, habe ich auch anders gemacht. Die sind auf jeden Fall auch ein bisschen geiler als die Originalen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall mit Lenkrad und Gaspedal. Knatscht zwar alles ein bisschen und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das so gut funktioniert. Aber wir testen es einfach mal. Und ich würde sagen, als allererstes holen wir uns erstmal einen Auftrag, und zwar aus dem Frachtmarkt. Wir sind in Berlin. Das heißt, wir schauen hier einfach mal, was wir hier so Schönes haben. Leider nicht so die berauschenden Sachen hier. Ich habe auch einen Mod drin für andere Auflieger. Größere, längere, schwerere vor allem. Aber die sind jetzt hier gerade nicht da. Ist ein bisschen schade. Ich würde sagen, wir nehmen einfach Reis. 21 Tonnen von Berlin nach Luxemburg. So, stellen wir uns das mal als Navi-Ziel ein. Dann sind wir übrigens jetzt mal auch in der Kabine des LKWs. Das ist auch sehr schön. Da haben wir da so einen Duftspender. Dann die. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Die Dinger, die an der Windschutzscheibe dran kleben. Schwarze Würfel und ein Cherry-Duftbäumchen. Dann haben wir uns das berühmte Scania-Lenkrad geholt. Und ja, der Laptop funktioniert auch. Da ist übrigens unser GPS drin. Ne? Wir starten einfach mal den Motor. So, das heißt, wir haben den GPS da drinne. Das heißt, wir brauchen eigentlich nichts anderes. Aber wir stellen mal gerade kurz die Sitzposition ein. Das passt mir noch nicht ganz so. Na, ein bisschen höher machen wir so. Ja, so ist das schon besser auf jeden Fall. Ja, man hört schon, der Sound ist auf jeden Fall anders wie im Original. Und ich musste auch erstmal gerade ein bisschen drauf klarkommen, dass wir jetzt mit Gaspedal und Lenkrad fahren. Ja, okay, die Bremse habe ich ein kleines bisschen zu hart eingestellt, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so tragisch. Und ja, den Tempomat haben wir auch ausgestellt. Beziehungsweise den Geschwindigkeitsbegrenzer, dass wir halt mehr wie 90 fahren können. Das kann ich auch schon mal sagen. So, und dann sind wir auch schon da.
So, wenn wir das Licht anmachen im LKW übrigens, dann haben wir hier an der Seite noch die roten Lichter und wenn wir von vorne gucken, dann leuchten die weiß. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil es halt auch hell draußen ist. Und ansonsten, ja, die Michelin-Männchen leuchten halt auch. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist jetzt mit Fernlicht, das ist ohne Fernlicht. So, wir holen uns mal unseren Anhänger, dass wir hier mal in eine Pötte kommen. So, Anhänger ist dran. Dann wollen wir mal schauen, wie das hier so abläuft. Ja, die Ampeln meinen es heute scheinbar nicht so gut mit uns. Oder die mögen uns einfach, die finden uns so toll. Immer wenn wir kommen, werden sie rot. Okay, jetzt ist sie grün. Perfekt. Ja, machen wir einfach mal gerade ein Tempomat rein. Mehr wie 50 fahren dürfen wir hier gerade sowieso nicht. Das Lenkrad macht ein paar klapperige Geräusche, das ist schon ein bisschen älter, stand mehr oder weniger in der Ecke rum, aber es funktioniert doch noch einigermaßen. Das Problem ist, es gab dafür, für dieses Lenkrad, was ich habe, halt keine Einstellungen vorgefertigt. Aber oh, wir können schon schneller fahren. Es gab keine vorgefertigten Einstellungen, das heißt, ich musste das alles selber einstellen. Und das ist auch nur mit 180 Grad Lenkwinkel, nicht mit 900 Grad, wie die guten Lenkrads von Logitech zum Beispiel, deswegen ist das ein bisschen anders. Aber ich habe es geschafft, das einzustellen, dass das angenommen wird. Ich habe mir die Treiber einfach nochmal runtergeladen dafür und ja. Ja, wir haben auch auf Automatik gestellt. Finde ich bei dem Scania mit dem 730 PS Motor eigentlich ganz gut. Der fängt sich, der schaltet gut, das geht eigentlich. Ja, und das eigentliche Problem ist halt auch, dass ich an mein Gaspedal und Bremse hier keine Kupplung habe. Das heißt, wenn, können wir halt auch nur manuell schalten mit Knopfdruck, also hoch, runter schalten, das war's, leider keine Kupplung. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Textur vom LKW geht voll klar, kann man voll mit leben. Vor allem, wenn man da mal reinguckt, sieht man auch das Scania-Zeichen hinten in der Koje in der Mitte. Das leuchtet halt auch LED. Konnte man sich auch alles schön aussuchen. Und ja, jetzt müssen wir hier auch schon runter. Ja, ein bisschen abbremsen, nicht zu schnell. Jetzt können wir wieder Gas geben hier.
Ja, eigentlich wollte ich, wenn ich ehrlich bin, den Schneemod präsentieren, weil es bei uns jetzt hier in Deutschland, bei uns in der Ecke, NRW, Bielefeld, die Ecke rum, geschneit hat. Schnee liegt, arschkalt draußen ist und das vom Wetter her eigentlich perfekt passt. Problem bei der Geschichte ist, alles hat funktioniert. Ich habe mir den Wettermod runtergeladen. Ich glaube, der hatte irgendwie 6 oder 7 Dateien oder so, weil der halt auch die Physik verändert hat, dass die Räder durchdrehen, dass das rutschig ist, dass man schwerer anfahren kann und so weiter und so fort. Hat auch alles wunderbar geklappt. Der Mod war richtig schön. Einzige Problem, dass mein Himmel komplett rot war. Und das sah wirklich nicht schön aus. Deswegen habe ich das nicht gezeigt. Ich hatte auch keinen anderen Mod drinne, woran es hätte liegen können. Also von daher habe ich das einfach mal nicht gezeigt. Auf jeden Fall, wenn jemand Interesse an dem Scania T Longline Interesse hat, kann er mich einfach anschreiben oder in die Kommentare schreiben und ich werde den Link rausrücken dafür. Ja, jetzt waren wir schon wieder viel zu schnell in der Kurve. Mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Ja, der Motor hat auf jeden Fall sehr gut Power, wie ihr sehen könnt. Also wir fahren jetzt gerade 21 Tonnen Reis. Ja, mit dem LKW generell, der ja nicht wirklich leicht aussieht. Und der Motor davon alleine auch schon relativ viel wiegt. Aber man sieht, dass der Motor doch relativ Power hat, ne? Ich meine, es geht jetzt leicht bergauf. Wir fahren 80 und ich gebe jetzt einfach mal Vollgas. Und das leicht bergauf mit insgesamt 21 Tonnen, also insgesamt meine ich jetzt mindestens ja, 26, 27 Tonnen so. 100 km/h locker weg. Ja, 110. Und der wird immer schneller und immer schneller. 120, kein Problem. 130 und so weiter und so fort, aber das ist ein bisschen zu schnell. Wir wollen ja auch keinen Unfall bauen hier. Ja, und wenn man innen drinne ist, finde ich, ist der V8-Motor auch nicht zu aufdringlich. Also es gibt ja verschiedene Motor-Mods, die man sich runterladen kann. Die einen sind übelst laut am Bullern. Die einen sind einfach nur übertriebenst verkackt, weil die einfach nur, weil man hört einfach nur den Turbo permanent so laut pfeifen, dass man nach 5 Minuten Fahren solche Kopfschmerzen bekommen hat. Der Motor hier geht echt klar. Man hört den Turbo pfeifen, man hört den V8-Motor nicht zu laut, nicht zu leise. Innen drinne. Im Cockpit hier sehr angenehm. Cockpit, Fahrerhaus, was auch immer. Tanken müssen wir noch nicht, schlafen müssen wir auch noch nicht. Wir können mal gerade kurz schauen, wie weit es insgesamt noch ist. Wir müssen noch 570 Kilometer fahren. Ich bin mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Einfach mal Gas geben hier. Nein, 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 nicht rüberziehen.
Oh, hinter uns kommt einer. Weg, 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 weg. Man sieht daran, wie ich lenke, dass das Lenkrad, was ich habe, erst ab einem bestimmten Lenkpunkt einschlägt. Das ist ein bisschen schwer, finde ich. Aber das geht. Ansonsten lenkt es wunderbar. Okay, ich will nicht geblitzt werden, oder? Wir werden geblitzt, ne? Stimmt's? Okay, wir wurden nicht geblitzt. Haben wir gerade noch mal so Glück gehabt. Er zieht natürlich rüber. Ja, also ich würde mal sagen, da hätte auch der 520 PS Motor gereicht, locker weg. Also der 730 PS Motor, der hat auf jeden Fall ordentlich Power. Ich bin mal gespannt, wie das so zieht, wenn wir da mehr Gewicht dran haben. Wie gesagt, jetzt 21 Tonnen, aber ich habe halt auch andere Anhänger reingemoddet. Das heißt, wir haben auch Anhänger mit 45 Tonnen bis 50 Tonnen. 28 Tonnen und so weiter und so fort, also. Dann machen wir mal das Licht jetzt an. Jetzt wird es ja schon wieder ein bisschen dunkler hier draußen. Ja, Euro Truck Simulator. Was soll man dazu sagen? Man fährt LKW. Man simuliert den Beruf Fernfahrer. Ist auf jeden Fall hochspannend. Seht ihr jetzt rechts da den LKW? Boah, ist der geil. Alter. Nee, mal im Ernst. Ist schon ein langweiliger, eintöniger Beruf, aber es geht darum, dass ich Simulatoren-Spiele eigentlich ganz lustig finde, ganz cool finde. Und, der Euro Truck Simulator 2 ist und bleibt bis jetzt eigentlich noch der beste von der Simulation her. Grafik und so weiter. Alles mit einberechnet. Kann man natürlich auch online spielen, macht auch Spaß. Vor allem, wenn einfach jeder zweite Idiot, sorry, wenn ich das so sagen muss, einfach die blöden Straßen blockiert. Du fährst jetzt zum Beispiel wie ich. 120, 130, 140, mittlere Spur, ganz entspannt. Kommt einfach irgend so ein Assi mit seinem 40-Tonner, kommt von vorne. Das heißt, es gibt Geisterfahrer wie Sand am Meer. Es gibt permanent diese Leute, die dich einfach nur natzen wollen. Entweder fahren sie dir in eine Karre oder ziehen einfach vor dir direkt die Handbremse oder stellen sich einfach mal quer, damit du nicht mehr da durchkommst. Das ist so das einzigst Negative daran, finde ich. Naja, und was ich noch ein bisschen negativ finde, ganz ehrlich, holt euch mal einen amerikanischen, also ich sag mal so, den LKW, den ich jetzt habe, das ist schon so Grenze. Jetzt holt euch mal einen amerikanischen, dazu noch einen längeren Anhänger und dann versucht mal hier auf den deutschen Straßen damit klarzukommen. Also wenn der Anhänger zu groß ist, bleibt ihr irgendwo in einer Brücke stecken oder im Tunnel und wenn ihr zu lang seid, dann nehmt ihr eigentlich jedes Verkehrsschild mit, egal wie gut ihr fahrt. Das Problem bei dem Motor ist, dass man permanent zu schnell ist.
Ja, der Bus darf, glaube ich, auch nur 120 fahren, wenn ich mich nicht vertue. Also maximal. Ja, Sprit haben wir auch immer noch genug drinne. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, ich könnte mich ganz vielleicht auch vertan haben. Und zwar, es könnte sein, dass ich nicht nur den Sound von dem Motor geändert habe, sondern auch den Motor generell, das Anspruchsverhalten davon. Jetzt nicht mehr Drehmoment oder mehr PS, sondern einfach nur so, ja, das Ansprechverhalten halt. Wie viel zieht der Berg rauf, wie viel Berg runter, was macht der Endgeschwindigkeit und so. Kann auch sein, dass das eine komplett überarbeitete Motordatei war. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der normale 730 PS vom Scania auf jeden Fall auch schon gut Power hat. So, da vorne kommt jetzt auch schon die Ausfahrt Richtung Hamburg, Dortmund und so weiter. Highspeed. Highspeed, egal, das war mir der Blitzer wert. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne?
So, dann nehmen wir die nächste Autobahn Richtung Lüttich. Ja, ganz nah an der Lichtgeschwindigkeit. Eieieiei. Okay. Das passiert, wenn man zu schnell ist, aber ich würde sagen, wir fahren die Runde auch einfach mal gar nicht zu Ende. Das würde einfach mega lange noch dauern. Ihr habt auf jeden Fall einen Eindruck bekommen von dem LKW. Und das war auch schon das Wichtigste. Noch einmal gerade ganz kurz schauen, wie schnell wir fahren können, bevor wir ausmachen hier. Einfach mal die Handbremse reinhauen.